Momo, als Wort von mir heute einmal zu diesem Controller. Das Ganze ist für die Switch. Wir haben ja schon den einen oder anderen auf diesem Kanal uns angeschaut. Aber ich bin immer wieder gespannt, was es noch so vom dritten Markt gibt und was die Hersteller da so raushauen. Die werden ja auch ein bisschen kreativer mittlerweile immer. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Das Ganze kommt auf jeden Fall gut verpackt daher. Hat hier auch Turbo-Tasten, Mode, Lichteffekte, die wir festlegen können. Also da ist einiges machbar. So sieht das Ganze von vorne aus. Sieht von der Optik her sehr ähnlich aus wie ein normaler Switch-Controller. Und wir können das ja einmal vergleichen. So sieht einmal der normale aus. Und wenn wir den daneben liegen, sehen wir, dass es in der Haptik sehr ähnlich ist. Hier fehlen natürlich diese Übergänge zu den Griffen. Da ist es ein bisschen anders. Das Logo ist natürlich hier anders platziert und so weiter. Aber ansonsten ist es doch ähnlich gehalten. Vom Widerstand hier macht das einen ganz guten Eindruck. Auch hier oben, das ist für einen Dritthersteller wirklich in Ordnung. Schauen wir mal, so sieht das Ganze dann aus. Kommt eben mit so LED-Effekten, also die Tasten hier sind beleuchtet. Dann haben wir hier eben die Ringe auch beleuchtet. Und soweit ich weiß, können wir das hier auch anpassen. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja. So, jetzt haben wir hier einfach nur so einen roten Breathe-Effekt. Und wenn wir darauf drücken, können wir hier eben das Ganze ein bisschen anpassen. Wir können hier aber statische Farben einstellen. Das ist halt ohne Probleme möglich. Also da kann man sich individuell auf jeden Fall was Schönes raussuchen. Hier so ein Allgemeinhaus. Dann haben wir hier den klassischen Rainbow-Effekt. Den finde ich persönlich immer noch am besten. Und ja, im Endeffekt ein solides Gerät. Vom Preis her total in Ordnung. Ein bisschen anders aufgebaut hier im Zentrum. Aber ich finde, das passt.